Willkommen zur neuen Folge vom DJ Talk Deluxe. Wir starten in die 44. Ausgabe mit mir wie immer, DJ Dirty Dan und meine Wenigkeit, wie gesagt, DJ Golemo. Servus, hallo. Yo, diesmal wirklich die 44. Diesmal wirklich die 44. Ich bin ein bisschen krank, man hört. Das ist mein letzter Termin dieses Wochenende. Danach gehe ich ins Bett. Also, wir recorden jetzt am Samstagmittag, ganz ungewöhnliche Zeit für uns. Und, und ganz spontan. Und ganz spontan, ja. Du hast gesagt, du hast ganz, ganz viele Themen, du hast dich richtig vorbereitet. Ich habe mich so vorbereitet in den letzten zehn Minuten gerade. Äh. Dass du dir ein ganzes Thema rausgesucht hast. Dass wir, dass wir quasi in fünf Minuten mit der Folge fertig wären. Ja, das wäre ein Clique. Du meintest, du hast dir eine Folge rausgesucht, die gehen wir dann später an. Aber hau mal raus, wie geht's dir? Was steht noch bei dir an so das Wochenende? Du gehst tut es mir sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich hoffe, es bleibt dabei. <laughs> Und ja, ich bereite mich dann noch quasi für, für heute Abend vor. Ähm, die Krampuszeit hat begonnen. Und, und ich die spiele Was ist das? Das sind diese Masken, also Masken, in Masken verkleideten Menschen mit Pelz, mit Schafspelz drumherum und so Hörnern und so weiter. Mhm. Und Glocken. Äh, genau. Ähm, man wird ein bisschen ausgepeitscht. Und genau deins. <lacht> 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 hat eine Latexmaske an. <laughs> <laughs> oh Gott, es fängt schon wieder gut an. <laughs> ähm, nee, also für mich beginnt, also hat schon vor einer Woche, glaube ich, begonnen, die Saison. Für mich beginnt sie heute, die erste Campus disco mhm. Und ja, wird wieder sehr, sehr lustig, wenn es so ist wie die letzten Jahre. War definitiv eins meiner Lieblingsevents. Und muss auch sagen, weil es einfach nicht so übertrieben ist. Also, ähm, wie soll ich das sagen? Man kennt das ja oft auf, aus den Medien und so weiter, ähm, da übertrieben, dort übertrieben und so weiter, also von, von den quasi Verletzungen her, äh, hat das noch was mit Brauchtum zu tun und was weiß ich was. Und da sind halt wirklich, das ist eine Gruppe äh, mit ganz, ganz traditionellen quasi äh, Krampus. Masken noch, also ganz den alten, hm. keine Perchten, sondern wirklich Krampusmasken. Äh, die haben ist ein Unterschied? Ein, ja, von der, von der Maskengestaltung gibt es dann einen Unterschied. Okay. Ähm, und, und auch so, glaube ich, gibt es ein paar Unterschiede. Ich bin nicht so tief drinnen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich weiß nur, die machen das so: da gibt es die, die Veranstaltung, die fängt am Abend an, um, um 9 Uhr geht es los quasi, gemütliches Warm-up. Um Mitternacht ist dann so deren Show einlage, die dauert ca. 15 Minuten. Da lassen es dann die, die krampus gruppe rein. Und das ist auch nur diese eine Veranstalter-Grampus-Gruppe, die, die dort ist. Und ja, die macht dann halt ein bisschen Wirbel, schmiert die, die Gäste so ein bisschen mit, mit weiß nicht, so, so schwarzer Farbe, so irgendwas in die Richtung. Ähm, ja, sowas wie. Oder was? Nein, nicht so. Sowas wie, wie, wie quasi Asche oder so, Ich sag's jetzt Asche oder so irgendwas. Mhm. Ja, so, so Kohle, irgendwas in die Richtung. Um, und, und schmiert die Gäste halt ein bisschen da im Gesicht herum und, und tut halt ein bisschen Haare ziehen und keine Ahnung was. Mhm. Also eigentlich hey, ganz human, ganz entspannt. Um, ja, und dann geht die Party halt weiter. War, wie gesagt, die letzten Jahre wirklich mega coole Veranstaltung. Und ja, mal schauen, was wird. Ich war mal ein Percht, weißt du das? Oder ein Krampus? Bist du immer noch? <laughs> ich habe die Maske auch auf. <lacht> 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 nee, aber ich war in der Perchtengruppe und bin da mitgegangen und mitgelaufen immer in meiner Jugend. Da gab es halt schon richtig strenge Auflagen als Krampus-Percht, wie man es nennen will, was du darfst, was du nicht darfst. Und das ist halt von Jahr zu Jahr, ist das immer schärfer geworden. Mittlerweile darfst du ja gar nicht mehr hinhauen, wirklich. Also hinhauen, man hat nie geprügelt ja. Es gab ja dann die Stöcke und dann gab es ja diesen Pferdeschwanz, das da so genau. zusammengebündelt das worden ist. Und dann hast du da halt so eine Art Peitsche gehabt. Damit hast du halt ein bisschen auf die Beine oder auf den Po hin. hin Geschnalzen, wenn du mhm. die Person kanntest. Ob war's du sie gemacht hast oder nicht, war es mal ein bisschen, nicht, mal ein bisschen <lacht> fester. <lacht> Aber man sollte halt nie wirklich ins Gesicht oder so. Und man, nee, es gibt dann halt wirklich Leute, die, die das total eskalieren und die Kontrolle über sich selber dann verlieren. Meistens ist dann auch Alkohol im Spiel. Oder auch die Gäste. Das ist ja auch das eher Schlimmere, sage ich mal so, ja. das Thema Alkohol, glaube ich. Also, sorry, wenn ich da gerade reingrätsche. Ähm, aber es ist halt einfach, und ich finde das auch gut, dass diese Auflagen äh, strenger geworden sind, äh, vor allem mit dem Alkohol, weil, wenn du jetzt vor dem Lauf oder vor dieser Showeinlage, wie auch immer, äh, dich mit Papier zuschüttest, du, du verlierst quasi das Gefühl, so wie. Mhm. Wie fest ist das gerade oder wie, wie fest ist der Schlag jetzt unter Anführungszeichen mhm. gerade? Äh, du, du verlierst einfach das Feingefühl. Und dadurch können dann solche Zeitungsberichte entstehen und mhm. so weiter. Äh, mit eben von Blutergüssen bis sonstigen, ja. Äh, ja das das ist der Bluterguss ist dann noch das geringere Übel. Also äh, wie gesagt, wir waren in, mit meiner Gruppe damals in Ungarn zum Beispiel, ganz, ganz unten oder weit im Osten Richtung rumänischer Grenze. Da war es halt dann ganz wild. Ich war 17, 18, also ganz, ganz jung und das war mein zweites Jahr in dieser Gruppe, entsprechend still und ruhig war ich. Also wir sind ins Hotel gekommen. Meine zwei, drei Buddies, die mit mir mit waren, wir haben mhm. uns dann halt am Abend irgendwie eine Kneipe gesucht, wo wir ein, zwei Bier geschüttet haben und das war's. Aber die ganzen anderen Leute, die dann da wirklich jahrelang mit dabei waren, Familie zu Hause hatten und so. Also, da ist es richtig abgegangen, teilweise. <laughs> Auch über, über Gewalt und, und eben Schlägereien und keine Ahnung. Man Ach, verliert das extrem dieses Gefühl über, über die Leute, was man darf. Und wir waren da halt eigentlich Gäste. Wir, waren, wir sind vom Bürgermeister empfangen worden, so ein bisschen mit Polizeieskort, also wie so ein kleiner Staatsbesuch, eigentlich kann man sagen. Ja. Die haben, wir haben dann davor bei uns so eine riesen Spendenaktion gehabt mit, mit Kleidung für Kinder, mit Kuscheltieren, mit Spielzeug. Eigentlich super nett, weil dieses, dieser, dieser Bereich, da wo wir waren, der ist halt sehr, sehr arm. Und ja, wir sind da super empfangen worden, super offenherzig und so. Und dann nutzt man das halt so aus, das ist auch irgendwie schade. Und man, man repräsentiert ja auch das Land als Österreich irgendwo, irgendwie. Also, ich sag dir, da gibt es sicher ganz, ganz viele, die dann ein schlechtes Bild von uns bekommen haben, weil es halt wirklich Absolut durch den klar. Alkohol extreme Aggressionen gegeben hat. Und die gibt es bei uns ja auch immer wieder. Wobei ich ja auch die Krampuse ja gerne ein bisschen in Schutz nehmen würde. Es gibt halt immer wieder Gäste, die dann versuchen, an den Hörnern zu ziehen ja, ich oder sagen. an der Maske zu schlagen und so. Und das ist halt lebensgefährlich. Wenn du da das blöd halt auch, fällst, mit der Maske hast, dein Gewicht ja, ganz wiegt ja doch. Die, die wiegt ja doch ein paar Kilo. Ja. Und, und auch so im Endeffekt, das gleiche Problem mit dem Alkohol ist ja unterm Strich auch bei den Gästen, beim einen oder anderen. Also jeder reagiert ja anders. Und es gibt halt doch Personen, die aggressiv reagieren und aggressiv werden. Und ja, dann hast du auf so einer Veranstaltung nichts verloren, wenn dich das nervt oder anpisst oder sonst irgendwas, Richtig, ja. dann musst du, musst du woanders in ein Bier trinken gehen. Ähm, aber dann da den, den Krampus und quasi an den Hörner zu ziehen und was weiß ich was, ist absolutes No-Go. Also man, 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 ja? man sieht auch als Krampus nicht wirklich, was, was da vor einem oder unter einem Grad passiert. Das ist, genau. Ja. Und, und jede Gruppe hat seine, also deren, ähm, wie heißen die, Begleiter mit genau. dabei, die, die quasi normal angezogen sind, die einfach oder schauen, dass KC oder keine Ahnung. Nein, nicht einmal als Hexe, wirklich so, so klassische Begleiter, die die Gruppe quasi durch den, durch den Lauf führen, äh, durch das Gelände äh, und auch schauen, dass die weitergehen, weil die nächste Gruppe, damit die sie nicht vermischen, quasi. Und ja, dann muss ich mal halt so eine Person herholen und äh, quasi, oder man kann eh auch was sagen. Also es ist ja nicht so, dass der taub ist unter der Maske, der, der hört ja eh. <laughs> also, Hoffentlich. <lacht> <lacht> Aber hey. Wenn wir schon beim Showbusiness sind, hast du von Joko und Klaas mitbekommen, was da letztens passiert war? Jetzt überfragst du mich. Ja. Nee. Ähm, es gab ja die Diskussion, Stefan Raab ist weg und die Einschaltquoten gehen halt massiv drunter und die Show floppt durchgehend. Mhm. Und ich sage dir, Joko und Glas sind die neuen Stefan Raab. Punkt. Gibt nichts über die beiden. Die haben das Marketing und das Showgame sowas von durchgespielt, da kann sich ja, sogar ein Stefan Raab was abschauen. Joko hat ja eine Show, die heißt Wer stiehlt mir die Show? Genau. Wenn du die ja, ja, safe. Da geht darum, dass du ein paar Gäste hast und die können jeder Show diese Show gewinnen. Wenn du die Show gewinnst, darfst du die nächste Show als Gast moderieren. Da gibt es eine Wildcard und dann gibt es drei Promis, genau. die da immer halt mitspielen. Und ja, und Joko muss sich dann halt die, Klo die Show zurückspielen. Zusätzlich gibt es ja Joko ähm, und Klaas gegen Pro7. Genau. Wenn sie diese Show gewinnen, Dürfen Sie am Folgetag 15 Minuten auf Pro 7 frei entscheiden? Da können sie machen, was Sie wollen. Ich meine, man kennt das Showbiz, es ist abgesprochen. Man weiß natürlich auch auf Seiten Pro 7, was passiert. Aber es wird halt sehr, sehr gut vermarktet und sehr gut verkauft. Jetzt hat Joko und Klaas gewonnen, diese Show gegen Pro 7. Und weißt du, wie sie diese 15 Minuten eingesetzt haben? Nee. Joko gar nicht. Klaas ist hergegangen <laughs> und hat sich. Als ein bisschen verkleidet. Er hat sich eine Kappe aufgesetzt und eine Brille aufgesetzt und hat sich während dieser Show, wer stiehlt mir die Show, ins Publikum gesetzt und hat eine Show in der Show gemacht. Hat dann eine Quiz-Show mit einer, mit einer random Zuschauerin, also die gerade zu Gast war bei dieser Show, hat sich zu der gesetzt und hat zu der gesagt: Hey, du kannst bei uns richtig Kohle machen. Ich glaube, 5.500 Euro, 6.000 Euro, sowas für drei Spiele. Und das waren halt einmal musste sie in einem stillen Moment, wenn Klaas was also wenn Klaas sie an, an so angreift und sagt hey jetzt ja, antippt, quasi, ja. antippt genau muss sie ganz laut siebenmal mal ha haha lachen so ha 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 <laughs> also so richtig wird das hat sie gemacht hat er irgendwie 500 Euro dafür bekommen dann gab es halt ein paar Spiele wo sie vier fünf Reihen unter ihr hat mal so eine Dame so einen Kübel auf dem Kopf gehabt so einen Kübelhelm und dann musste sie in den Pingpongball reinwerfen, so von oben. <laughs> Aber im Hintergrund läuft halt die ganze Zeit diese Show von Yoko und die haben nichts mitbekommen. In dem Moment, wo sie was mitbekommen hätten, wäre die Show zu Ende gewesen. Das heißt, die Dame hätte nicht mehr gewinnen können. Letzter Punkt von der Show war: sie musste ähm, aufstehen von ihrem Platz zu den Treppen gehen und dort war ein Code versteckt für einen Safe, ein sechsstelliger Code. Diesen sechsstelligen Code musste sie dann ganz woanders in einem Safe eingeben und dort war dann das restliche Geld. Das hat sie dann auch geschafft während der Show, ohne dass jemand was mitbekommen hat. Klaas ist einfach aufgestanden und ist gegangen. Und hat ihr eben die Kohle <laughs> gegeben, hat ihr gratuliert. Und wie geil ist denn das? Also eine Show in der Show, ohne dass es der andere mitbekommt. Wie, wie, ja, Bruder, mega. Also <laughs> auf die Idee musste überhaupt erstmal kommen, sage ich jetzt mal so. Also geht's ja einfach, dieses, also, dieses. Marketing also dahinter Gedanken, ist ja. Ja, Ein ganz anderes Level, aber schon, schon die ganze Zeit mit, mit jeder Show, die sie gemacht haben und, und selbst wenn sie eine Show eingestellt haben, weil, weil die Quoten nicht mehr gepasst haben oder sonst mhm. irgendwas, die sind mit irgendeiner anderen Sache zurückgekommen und waren einfach wieder da. Definitiv, ja. <laughs> also die die zwei sind Pro sieben unterm Strich, ja. Die, man, komplett, die beiden sind für mich Deutschland Entertainment pur. <laughs> das ist so Es ist gut. auch was es ist ja auch was Bitteres passiert, Kika Leiner ist mal wieder breit, ja. hast du davon mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen, das zweite Mal jetzt. Ein Mann hat sich über die Zeit 16.000 Euro Gutscheine äh, bekommen, wie auch immer, gekauft, bekommen, geschenkt, hat sie nie ausgegeben. Jetzt sitzt er halt auf 16.000 Euro und kann sie nicht ausgeben. <laughs> das ist auch bitter, oder? Was? Der kann die halt einfach, weil wenn du jetzt was bestellst bei Kika Leiner, kannst du dir nicht sicher sein, dass das ankommt. Der hat jetzt die Gutscheine da und müsste sich halt um 16.000 Euro Sachen kaufen, die es im Lager gibt und die er vielleicht gar nicht benötigt. <laughs> oh, das, das ist hart, oder? Ich, mein, ich würde mir da eine neue Küche, glaube ich, kaufen. Drum, aber selbst das muss ja bestellt werden, siehst. Ja. ja das ist bitter, bitter, richtig bitter. Ja, das ist wirklich. Was brutal. ich aber schade finde, so wenn man das so dieses diese österreichische Unternehmensmentalität. Da geht ein Riesenkonzern pleite. Lies dir mal die Kommentare durch. Es war doch klar, so teuer, kann sich keiner leisten, kann hier nicht, kann da nicht. Ey, mich pisst das an. Wenn du in Amerika selbstständig bist und sagst, hey, ich bin insolvent gewesen, kommst du, hey, cool, kein Thema. Hauptsache, du hast das probiert. Respekt, dass du es überhaupt so weit geschafft hast. Nicht schlecht, dann versuchst du es nochmal. Bei uns machst du ein Unternehmen und jeder sagt, ja, kann nichts werden. Ja, es ist immer diese. Direkt Negativstimmung, aber das ist nicht nur, nicht nur bei Unternehmen, das ist überall so. Wenn du, wenn du jetzt mit einer Idee kommst quasi und sagst, hey, ich mache jetzt das und das, dann, dann sagt er, du bekommst direkt von fünf Personen vier Negativmeldungen und einer ja. wird es sagen, go for it, tu es, probier's Und wird sich vielleicht aber im Hintergrund denken, nee, das wird nichts. Ja, das kann auch sein. Ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Das pisst mich so hart an, immer dieses, nee, das wird nichts. Da hat einer die Eier zu sagen, hey, wir machen was, wir machen uns selbstständig. Mhm. Mhm. Nee, egal. Aber wenn er dann die Millionen hat oder wenn er dann wirklich finanziell ausgesorgt da hat. Da sind alle wieder beste Freunde. Natürlich, dann war es ja klar, dass das funktioniert. Der hat ja eine Firma, der Typ. Also, <laughs> du weißt das ein bisschen zusammen, bitte. Ich habe, unsere deutschen Nachbarn spielen heute, also für euch vorgestern, gegen Bosnien im Fußball. Ist das mitbekommen? Was das wohl wird. Es ähm, ist das zweite Spiel dieses Jahr gegen Bosnien. Das erste war ja das Hinspiel mit dieser geilen Kabine, was da überall medial zerstört ja. worden ist. Und jetzt hat sich Bosnien gedacht, jetzt gibt es einfach ein richtig geiles Training, nämlich im Europapark. Und da gibt es jetzt ein Video, wie alle bosnischen Spieler außer einer in der Achterbahn sitzen. Ja. Und gerade so die Achterbahn runterfahren. Hast du das gesehen, das Foto? Hab ich gesehen, ja. Das geht durch die Decke. Das ist mega sympathisch. Ich finde das cool. Das blendet mir hier dann auch gleich ein, bitte, im Clip. Was sagst du zu so einem Teambuilding? Ich finde sowas mega. Ich sage es, wie es ist. Ich finde sowas mega und ich finde sowas wichtig, weil es schweißt zusammen. Und, und man soll ja als Einheit fungieren, gerade als Mannschaft oder im Teamsport. Sollst du ja sollst du quasi als, als komplette Einheit fungieren und kannst nur so funktionieren und erfolgreich sein. Und, und ich finde ich find sowas mega. Und, und ich muss auch sagen, auch trotzdem, äh, Bosnien hat sich brutal weiterentwickelt, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist halt trotzdem <laughs> für die halt tausendprozentig ein Erlebnis. Also. Es ist halt trotzdem Bosnien. Ja, eh. <laughs> also ich finde ich find solche, solche Dinge mega. Absolut. Mhm. Voll, ja. Da stehe ich hey. so 1000% dahinter. Also, auch wir waren go -Kart fahren zum Beispiel äh, und haben uns da komplett gebettelt und, und sind in Grand Prix gefahren. Also, wirklich mit Ausscheiden und Qualifikationen. Und, äh, ja, wir. wir beide? Ein, nein, nicht wir beide. Äh, also, die Firma, wo ich bin und ich. <laughs> und auch das war wirklich mega. Also, gerade zu dem Zeitpunkt, wo, wo einige neu angefangen haben, einige neue Kollegen bekommen haben. Und das war mega wichtig, weil die haben sich halt von Anfang an also gut verstanden dann in der Situation. Also das war wirklich mega cool. Und deswegen, ich fühle sowas. Also ich bin zu 1000 Prozent für solche Dinge. Äh, auch unser Escape-Ausflug, also Escape-Room, war, war Team-Building. Ja. 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 Für zwei schon, für einen nicht so. Du hast ein KI-Thema vorbereitet, meintest du? Ja, naja, aber das KI-Thema meintest du. KI auf Next Level, Bruder. Also ich sagte, wie okay. es ist. Uh, wir scheißen mal komplett auf ChatGBT und was es da nicht alles gibt. Ähm, wer kennt bitte noch von Word diese diese Büroklammer? Ja. Das war KI. Ja, Kennst du die noch? noch? Ja, klar, diese, die ist mal so aus Sack gegangen. Ne? Von Microsoft, nicht von Word, die war auf Microsoft. Ja, Microsoft, aber halt Word, Excel und überall drinnen ja. im Endeffekt. Ja. Die hast du ja also, anklicken können und mit der dann chatten genau. oder so. Ne? Ja, zeig mir, wie das funktioniert und so. Ja, stimmt eigentlich. Wie kommst du jetzt? Ich habe hab irgendwann mal die Tage so, so ein bisschen Social Media durchgescrollt und, und habe diese Büroklammer gesehen und jetzt. Habe ich meine Fotos so ein bisschen durchgeschaut, weil ich mir einen Screenshot gemacht habe. Bruder, das war ja das andere KI-Thema. Also. Ja. Das war was anderes Damit war es das von mir. Danke fürs Zuhören. Dein Ernst? <lacht> <Alter>. <lacht> Suche einen neuen Podcast-Partner. Bewerbungen an office@golemo.at. Danke. <laughs> Wir ich haben war auf morgen eingestellt, bei aller Liebe. Ja, was hättest du heute noch groß finden können? Ja, heute nicht, aber vielleicht morgen. Ich mache genau. das immer so. Genau, merkt man. Wir haben <laughs> ein paar Folgen Mr. P Didi angesprochen. Ja. Und jetzt habe ich einen TikTok gefunden. Neun Dinge, die seit der Verhaftung von P Didi passiert sind. Da sind ein paar wilde Sachen vorbei dabei. Erstens. Leonardo DiCaprio verließ das Land, nachdem Fotos und Videos von ihm auf Didis Party aufgetaucht sind. Zweitens, Mila Kunis und Ashton Kutcher haben das Land ebenfalls verlassen, nach Fo nachdem Fotos und Videos von Ashton auf der Party ähm, aufgetaucht sind. Der Todesfall von Michael Jackson wurde wieder aufgerollt, weil hier wohl Verbindungen zu P. Didi geschnürt werden. Der... Todesfall von Whitney Houston wird ebenfalls wieder aufgerollt, weil auch hier wohl PDD die Finger im Spiel hatte. Beyoncé hat 5 Millionen Follower verloren und es wird ermittelt gegen sie. Liam Payne ist auf tragische Weise verstorben. Der Sturz aus dem Hotelbalkon, wenn du dich erinnerst, vor kurzem, ja, ja. ganz frisch. Und das Geilste, Netflix dreht bereits eine Dokumentation über PDD. <laughs> ist hart, oder? Das ist echt hart. Und zu Netflix. Können wir gleich in einen super Übergang zum nächsten Punkt machen? Gestern oder heute Morgen, Samstag, 2 Uhr morgens, Mitteleuropäische Zeit. Der Kampf, der Kampf der Kämpfe. Kampf der Giganten. Jake Paul gegen Mike Tyson. Was hast du davon mitbekommen? Äh, dass Mike Tyson beim Weight-In beim äh, Ohrfeigen verteilt hat. Aber richtig, die hat geschallert. Halt. Ich meine, man muss halt fairerweise sagen, es war zu 100% ein Showkampf. Das heißt, dass es halt um nichts geht. Es geht um weder ja. Titel noch sonst ja. was. Es ist einfach nur ein Kampf, um laut Mike Tyson den, den, der Jugend wie das Boxen ein bisschen näher zu bringen. Ähm, Jake Paul ist eine Maschine geworden in der Zeit. Also der Körper und der Aufbau. Es gibt auf Netflix eine Doku drüber. Brutal. Und was ich halt schade finde, Mike Tyson, äh, Spoiler-Alarm, also wenn ihr den Kampf noch nicht gesehen habt, bitte mal die nächsten 10 Sekunden vorspulen. Mike Tyson hat verloren. Leider. Nach Punkten und auch leider verdient. Also man sieht, es ist nicht mehr so dieser Mike Tyson von früher. Der hat da so schon so den einen oder anderen richtig guten Punch hingelegt, aber das Tempo fehlt, die Spritzigkeit fehlt, und man merkt halt auch an der Kondition, der Typ ist halt 58. Naja, das ist auch nicht also auch kein der, äh, der Netflix-Kommentator meinte, ähm, mit 58 denken manche schon in Amerika, wie sie die Senioren-Rabattkarte bekommen. Und Mike Tyson stellt sich da einen Ring gegen einen knapp 30-jährigen Vollprofi, der gerade voll in Form ist ja, ja. und kassiert für den Kampf, ob Sieg oder Niederlage ist egal, 20 Millionen Dollar. Ja. Und Netflix hat das halt wirklich wild gemacht. Dieser, dieser Stream, normalerweise kennt man das ja beim Wrestling und so, wenn das auf Sky und Co. angeboten wird. Mhm. Du hast das Abo, aber wenn du den Kampf sehen willst, musst du nochmal 20, 30 Euro extra zahlen. Bei Netflix nicht, da war alles umsonst. Da war dieser Stream im normalen Abo inkludiert. Und das finde ich, wird jetzt ganz, ganz viele große Anbieter vor Problemen, will ich nicht sagen, aber das, das trifft die schon hart, finde ich. Ja, safe, safe. Weil es einfach bodenlos ist, wenn du ein Abo hast und eh schon Geld jedes Monat zahlst und dann gibt es mhm. irgendein Special und dafür sollst du nochmal extra zahlen. Ich finde mhm. das einfach so abzocke. Definitiv. Also, wirklich, das ist. Ich, weil ich hole mir dieses Scheiß-Abo im Endeffekt, damit ich genau diese gewissen Dinge halt schauen mhm. kann unterm Strich. Also warum sollte ich mir sonst ein Abo machen? Richtig. Und dann und sind Highlights. Die ich mir dann nicht anschauen kann, obwohl ich ein scheiß Abo habe. Also brauche ja. <laughs> hab ich das Abo nicht. Richtig, ja. Und das Geile ist ja, was ich sehr witzig gefunden habe: es gab halt wirklich Leute, auch viele, die ich kenne, die sich dachten, hey, der Kampf ist um 2 Uhr mitteleuropäischer Uhrzeit, geht dieser Stream erst los. Da waren drei Kämpfe davor und nochmal ein Weltmeisterkampf von äh, den zwei Mädels, die da auch einen sehr, sehr guten Kampf hingelegt haben. Dieser Stream ging alleine fünf Stunden. Das heißt, wenn du den ganzen Stream gesehen hast, warst du um 7 Uhr im Bett und der Mike-Tyson-Kampf war natürlich der letzte Kampf von dem Abend. Na ja, logisch, das würde ja keinen Sinn machen. Das Netflix, also um 5 Uhr, mitteleuropäische Uhrzeit, ging der Mike-Tyson-Kampf los, ganz Netflix war down. Das hat es noch nie gegeben. <laughs> da haben so viele Leute darauf zugegriffen, dass das ganze Netflix-System einfach eingebrochen ist. Und das finde ich ja richtig hart. Stell dir das mal vor, du bleibst da wach die ganze Nacht, und dann kannst du den Kampf erst recht nicht sehen. Weil der Server down ist. Weil der Server down ist. Ja? Gute Nacht. Also, ja, das, das ist das. grob. wirklich das wild. Ist richtig grob. Ja. Grob war auch, oder anders, wie war deine Woche so bis jetzt? Nicht so grob. Ist so grob. Was ist denn passiert? Was hast du alles gemacht? Ich habe die Woche, pff, was habe ich gemacht? Gar Oder kurz Recap, wie war die letzte Woche? Wie war dein Booking letzte Woche? Ah, da muss ich sagen, äh, da ist ja was. Schon geredet? Ich weiß nicht, mit dieser Fahnenaktion und so, magst du da ein bisschen ah, stimmt, drüber die, die habe ich, hab ich mal aufgehoben, die Story, genau. weil ich, weil ich <laughs> ähm Du wolltest nicht die hundertprozentige Sicherheit hattest. Sagen wir so, jetzt und, ich die Sicherheit. und du wolltest der Person eine zweite Chance geben. Muss man auch ehrlich sagen. So fair, so fair bin ich, ja. Und die ich bin zweite, mir sicher, diese Sorry, ich bin mir sicher, ja. diese Person hört den Podcast auch. Also, jetzt. Zu Recht. Ich lehne mich zurück und genieße. <laughs> können, wir, können wir hier ein bisschen, äh, wie soll ich sagen? Rage Talk. Ja, Rage Talk. <laughs> nee, also. Zur Geschichte. Ähm, ja, es ist einer meiner besten Freunde, äh, davon gibt es nicht viele. Ähm, mit dem habe ich seit circa siebeneinhalb, acht Jahren gemeinsam in einem Club gearbeitet. Er als Kellner, ich als DJ, jeden Monat ein, zwei Mal. Ähm, und er ist jetzt Pilot geworden und zu einer Airline gewechselt und weggezogen. Und wir haben und zieht uns jetzt, Sorry, zieht jetzt zu mir in die Nähe. Ist schon gezogen. Also, ja, ist schon gezogen, genau. Das heißt, die schicken jetzt Fotos, wenn wir essen gehen gemeinsam. du schön <laughs> um, Und ja, wir haben uns dann vor, vor, vor vielen Jahren, schon ist das her, um, so eine Fahne bestellt, so eine, so eine Österreich-Fahne mit dem, mit dem Logo vom Club da drinnen. Und haben halt bei jedem Act, den wir im Club gebucht haben, da waren ja wirklich große, große Namen dabei, von Sido über Headhunters, Ren and Evil, Sparks, bla bla bla, ähm, einige gute Acts ähm, dabei, die haben wir von jedem Act unterschreiben lassen. Und diese Fahne hat uns einfach so. Wie sagt man, verbunden, verbündet, wie auch immer. Also, es war so: so Fahne hat einen Scheißdreck gekostet. Da geht es auch absolut nicht um materiellen Wert, sondern einfach um emotionalen Wert. Das sind Erinnerungen, die an, an wirklich legendäre Nächte, die wir da in dem Club hatten. Und jetzt, Halloween vor ein paar Wochen, also vor zwei Wochen, äh, war ja unser letzter gemeinsamer Abend in dem Club. Und. Da hatte ich diese Fahne wieder mitgenommen, weil ich so ein Abschiedsfoto mit der Fahne quasi machen wollte. Gleich hier vorweg ist leider nichts mehr geworden. Das ist aber schade eigentlich. Das hätte man sich schön ausdrucken können. Und irgendwo ja, auffingen. safe. Also ich bin froh, dass ich die Woche davor ein gemeinsames Foto von uns habe in der Crowd. Das habe ich ihm dann auch ausdruckt auf eine Leinwand als Erinnerung, als Abschiedsgeschenk quasi. Aber ich wollte das eben mit der Fahne nochmal machen. Hat leider nicht ganz so geklappt, egal. Uh, der Abend war trotzdem göttlich und legendär. In der Früh habe ich die Fahne dann, die ist dort hinten in dem, also neben dem DJ-Pult, ist so ein kleiner VIP-Bereich, sage ich mal, mit, mit so einer Loge. Da ist die Fahne gelegen. Wir sind halt kurz was essen gegangen, noch schnell vorne hin zum, zum Kebabstand. Und da, wo wir zurückgekommen sind, wollte ich ihm auf der Fahne unterschreiben lassen: uh, dem Kellner. Genau, genau, den, den Kellner wollte ich auf der Fahne unterschreiben lassen äh, und ja, die Fahne war weg. <laughs> und ich denke mir so, wo soll die sein? Die kann ja nur irgendwie runtergefallen sein oder so, sucht dort alles ab. Äh, frag den Elche, hast du irgendwie die Fahne gesehen? Äh, die war doch da die ganze Zeit, den ganzen Abend, es war ja, war ja auch niemand hier. Bis mir eine Person in den Kopf geschossen ist, die halt öfters mal oben gewesen ist am DJ-Pult. Ähm, schreibe ich dieser Person eine Nachricht, du, äh, ich weiß, du warst oben, wo wir gegangen sind, äh, hast du die Fahne zufällig gesehen oder irgendwo hingetan? Ähm, ich brauche die, also ich suche die. Nein, äh, ich habe sie nur zusammengefaltet, weil sie am Boden gelegen ist und auf die Couch gelegt. Äh, ich so, okay, da ist sie nicht. Denke mir aber halt nichts mehr dabei war ja jetzt vor, vor kurzem wieder in dem Lokal und bin zum Betriebsleiter hin und habe gesagt, hey, können wir bitte die Videobänder auswerten? Ähm, mich würde es wirklich interessieren, weil, wie gesagt, einfach emotionaler Wert dahinter ist. Und ja, dann sind wir halt in, in, ins Technikkammer rein, haben die Videobänder ausgewertet. So dumm muss man auch sein, um was zu machen auf dem DJ-Pool. Das sind zwei Überwachungskameras, also zwei Perspektiven drauf. Uh, nur auf dem DJ-Pult, es gibt in dem Laden keinen Winkel, der unüberwacht ist oder so. <laughs> Haben die Bänder ausgewertet, siehe da, er hatte die Fahne zusammengefaltet, ja, aber dann so klein zusammengefaltet und in seine Tasche, die er hatte, so seine, seine quasi kleine Handtasche, uh, reingepackt. Ich fiel mir diesen Part drunter vom, vom Monitor und schicke ihm das Video kommentarlos. <laughs> Bekomme eine Nachricht zurück. Äh, ja, äh, ich habe sie dann im Mitarbeiterbereich quasi dort hingelegt, also hinterlegt. Sage ich, Alter, soll ich die Bänder jetzt auch auswerten lassen? Dort sind ja genauso Kameras. Ja. Dann sagt er, ja, kannst du ruhig machen. Ich habe die dort hingelegt und hat auch dann im selben Moment den Betriebsleiter geschrieben und ihm auch zweimal angerufen oder dreimal. Dann standst äh, du daneben, ne? Ich stand daneben, ja. ja. Und, und gesagt quasi, nein, er hat sie ja nicht. Und er hat sie dort hinterlegt. Und das ist alles quasi letzte Woche passiert. Und da wollte ich noch nichts sagen, weil ich nicht wusste, ob sie wirklich hinterlegt wurde. Dann haben wir jetzt in der Zwischenzeit, also in den letzten Tagen, auch die Bänder von der, ähm, dem Lager quasi mhm. ab, äh, auswerten lassen. Siehe da, sie wurde nicht über, äh, hinterlegt. Was für eine Überraschung. Vor allem auch diese, äh, also wenn ich so behindert im Kopf bin, jetzt ehrlich, jetzt, jetzt schreibt mir jemand, äh, ich habe sie quasi, ähm, ich habe sie zusammengelegt und auf die Couch gelegt. Dann hast du es hinterlegt? Nein, 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 pass auf, ich habe sie zusammengelegt und auf die ja. Couch gelegt. Ich sehe, er hat sie nicht auf die Couch gelegt, sondern in seine Tasche gepackt, ganz klein ja. in seine Tasche. Ja. Dann im zweiten Atemzug konfrontiere ich ihn damit, dass er sie nicht auf die Couch gelegt hat, sondern eingepackt hat. Dann heißt es, nein, ich habe sie im Lager hinterlegt. Jetzt habe ich ihm gesagt, verstehe mich nicht falsch, aber <laughs> mich pisst das jetzt ehrlich schon an. Ja. Ich habe keinen Bock darauf zu diskutieren oder sonst irgendwas. Ich bin am 7. Dezember wieder in dem Laden. Bis dahin hätte ich gern, dass du die, äh, die Fahne ja, entweder ja. dem Betriebsleiter gibst oder du kommst an den Abend selber vorbei und gibst sie mir. Äh, Seitdem habe ich keinen Antwort mehr bekommen. <laughs> und los. Also, ich verstehe es nicht. Es geht da jetzt ja nichts um, um wirklich etwas. Ne? Äh, mir geht es da jetzt prinzipiell ums Prinzip, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ja, du bist äh, verarscht und bestohlen worden, Punkt. Ja, Oder ihr, äh, es war ja eure Fahne. Genau, genau. Und, und ich verstehe es halt nicht, warum man sowas macht. Schau, äh, ich habe ihm ja die Möglichkeit gegeben, äh, zu sagen: Du, es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, das ist deine. Wenn er gesagt hat: Hey, ich habe nicht gewusst, das ist deine. Ich habe die oben gesehen, habe die cool gefunden, habe die mitgenommen. Cool, alles gut, gib sie mir wieder und die Sache ist erledigt. Mhm. Aber so offensichtlich zu lügen, dass es ja auffällt, dass es gelogen ist, vor allem ich. Ich sicher mich ja ab, ich habe ihm ja das eine Video schon geschickt. Warum sollte ich ihm nicht das andere schicken? Wäre interessant <laughs> gewesen, was, der was er zum Betriebsleiter gesagt hätte, wenn er abgehoben hätte in dem Moment. Ja, das, das gleiche, abgehoben. was er das gleiche. Nein, er hat nicht abgehoben, ja. weil er keine Zeit hatte, aber ja, das gleiche. Er musste was Videos auswerten mit dir. <laughs> nein, er war dann an der Kasse schon zurück, ja. nachdem, das war ja schon, nachdem wir ausgewertet haben. Aber wie gesagt, ich verstehe es nicht, warum, warum ich auch nicht, ganz ehrlich, das ist eine scheiß Fahne. Gib die doch zurück, sage Entschuldigung Eben. und alles ist Eben. wieder gut. Du es bist ja der Letzte, der irgendwie nachtragend ist oder sagt, hey, ja, komm, ich schau dir jetzt drauf. auf den Maul oder so. Nein, ja. überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber ich will meine Dinge halt wieder haben. Äh, der wusste halt gesagt, nicht, dass das deine ist und hat sie gedacht, geil, da sind ein paar Unterschriften drauf, die nehme ich mir mit, der Club merkt es eh nicht. Wahrscheinlich, ja. Ähm, auch Nimm das, das kind am Namen. <laughs> Ja, ich glaube zwar nicht, dass er es nicht wusste, weil wir hatten die Fahne ja den Abend parat, wir hatten sie ja unten auch verwendet, wir wollten ein Foto machen, das Foto wurde mhm. leider nichts, weil der Fotograf verkackt hatte seinen Job <laughs> Und es war halt so viel los, wir konnten es nicht wiederholen, also es war mhm. keine Chance, es zu wiederholen, das war das einzige Zeitfenster. Und ja, verkackt ist halt so, die Erinnerung an den Abend bleibt und das, das ist das, auch, was ist das Zählt. Wichtigste. Ja. Genau. Und wie gesagt, deswegen traue ich mich zu wetten, dass es gar nicht mal nicht gewusst hat, dass es unsere ist, weil warum sollten wir die verwenden? Aber wie gesagt, all gut, sag doch einfach von mir aus, ich habe es nicht gewusst, tut mir leid, alles gut. Mhm. So, gesagt, ich dachte mir, ich habe ein Nachtrag cooles Dekostück stück für daheim und fertig. Genau, aber ich bin ja weder Nachtrag noch sonst irgendwas. Aber wie gesagt, wenn ich dich schon damit konfrontiere, mhm. dann hab doch die scheiß Eier in der Hose <laughs> und steh dazu. Richtig. Es <laughs> passiert doch nichts. Ich rufe jetzt weder die Polizei noch sonst mhm. irgendwas. Äh, wegen einer Fahne unterm Strich. Äh, für ihn ist es eine Fahne, ein, ein Souvenir, für uns sind es acht Jahre Erinnerungen mhm. äh, an, an verschiedene Abende und coole Acts. Und ähm, ja. Das ist oftmals mehr wert als irgendein Geldbetrag, sagen wir mal so. Der Geldbetrag, da kann ja nichts damit anfangen, da kann sich die nur hinhängen der und anschieben. Genau so ist es. Und geil werden auf eine Unterschrift von, weiß nicht, Ted Hunters oder so. Zum Beispiel. Ja, <laughs> zum Beispiel. Ja. <laughs> ja, so, zum ich Beispiel. Also ich finde es bodenlos, sowas macht man nicht. Und, ist das... und, ähm... Überhaupt, wenn man doch Freunde ist, man kennt sich ja, man ist Kollege miteinander, man versteht sich gut, man lacht miteinander. Und das, wenn ja. du schon sagst, ey, wie gesagt, wäre wär ich jetzt derjenige, der dir die Fahne da gestohlen hätte, hätte ich gesagt, du, sorry, tut mir leid, da hast du sie wieder. Oder wusste nicht, dass das deine ist, ich dachte mir, ich kann die da jetzt einfach mitnehmen, merkt eh keiner und gut ist, aber ja. Halt uns Absolut. am Laufen. Ab Absolut, Absolut. also noch, es wäre wär, wär das kleinste Problem, ich bin, wie gesagt, weder Nachtrang noch sonst irgendwas, aber wie gesagt, stehe dazu und äh, dann ist alles gut, also wie gesagt, Gibt's überhaupt kein dann? Ding. Wenn er sie am 7. Dezember nicht zurückbringt, gibt es dann so wie äh, Jake Paul versus Mark Tyson, gibt es da so ein Dirty <laughs> versus XX auf TikTok oder so? Ist das ein TikTok-Livestream, so ein Boxkampf <laughs> in dem Club? Boah, das wäre doch geil. Wir kämpfen um diese Fahne. Uh. Marketing Incoming, ja? Ach komm, nein, besser nicht. Bist du auf so einen fetten TikTok-Stream mit so ein paar Zuschauern? Würde Sinn machen, oder? Ey, ich möchte niemandem wehtun. <laughs> nee, Spaß. Aber ey, bring doch die Fahne zurück und alles. Ja, ist cool. komm, also habe ich gesagt. Du äh, zahlst dem Bier, er bringt dir die Fahne zurück und fein ist. Ja, von mir aus. Äh, ja, mein Zugang dazu. Weil, ich, wie gesagt, ich, ich man, sieht, man ist Pios, ja Kollege, also. man kennt sich, man weiß, wer naja, man ist. Naja, gerade deswegen und, ja. und und ja, also ja, bodenlos. Also, gerade bei ich euch. Ablagen für diesen Dorf, da kennt man sich einfach. Ja, Kärnten ist ein Dorf, bei aller ja. Liebe. Österreich ist ein Dorf. <laughs> ja, davon abgesehen, aber <lacht> <lacht> aber wie gesagt, das ist halt absolut kein Thema. Hey. Aber ich stehe dazu. Ja, steh dazu. Jetzt bin ich gespannt. Du hast deinem besten Freund eine Fahne geschenkt oder ich habe da so eine Fahne gemeinsam. Du hast ja noch einen besten Freund, oder? <laughs> das bin ich, oder? <lacht> <lacht> möglich. <lacht> <lacht> das möglich, pass auf. Wann kommt der Podcast raus? Am Montag? Ja. Was ist am Montag? Dein Geburtstag. Jetzt hast du geraten, oder? <laughs> Nein, ich habe nur gerade aufs Datum geschaut, ob wirklich äh, der 18. ist. <laughs> ah, okay, klar, man kennt sich aus. Mir kann das nämlich gerade, ich habe ja Geburtstag gerade. Hast du irgendeine Idee, was wir da machen können? Irgendwas verlosen, verschenken, keine Ahnung. Oder was ich machen kann? Weil bei mir passiert echt viel auf Social Media und irgendwie habe ich so das Bedürfnis, den Leuten was zurückzugeben. Auch mit, den, mit dem Podcast hier oder ob es da irgendwas gibt. Irgendeine Kleinigkeit, weil ich bin ja jetzt nicht irgendwie so ein so ein Superstar, wo sich die Leute um ein T-Shirt reißen würden. <laughs> Keine Ahnung, kauf irgendein paar Kopfhörer und verlos die oder so. Dann so diese, diese Kabelkopfhörer um 10 Euro. <lacht> 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 nee, ich will nichts verlosen, ich weiß nicht. Und irgendwie irgendwas cooleres, irgendwie. Keine Ahnung. Wir, wir machen einfach eine Veranstaltung. <laughs> und, und halt halt auch. Laden, laden alle ein. Das wäre auch cool. Ne? So, so kommt einfach zu fahren. Nur wo ist die dann? Ja, Hier <laughs> ja im ja. Garten. Ja. Da würden die ganzen zehn Zuhörer, die wir haben, eh Platz haben. Nee, Spaß. Griller anschmeißen, Bier dazu, mhm. geht schon. Ja. Danke der Nachfrage. Ich war am Montag auflegen. <laughs> und ich sag ja, dir, wie es ist. Und ich sag dir, wie es ist. Das war der heftigste Abend, den ich je hatte, mit Abstand, mit absoluten Abstand. So einen Abend wie am Montag hatte ich in meinem Leben noch nicht. In den ganzen zwölf Jahren als DJ gab es noch nie so einen Montag. Erstens, Montag nach meinem Geschmack. Richtig viele Leute, richtig geile Party, richtig motiviert. Ich muss dazu sagen, Dienstag war kein Feiertag und nichts. Also nee, es stinkt normaler Montag. Montag. <laughs> da geht es darum, dass die Berufsschüler da in einen neuen Rhythmus kommen und sich da den Montag einfach total fertig machen, fortgehen, feiern und dann vom Club direkt in die Berufsschule gehen, dort das Zeugnis abholen und dann direkt weiter in die Arbeit fahren. <lacht> also <lacht> in die Lehre. Auf jeden Fall habe ich dann eine sehr, sehr coole Party-Crowd, also so eine, so eine Party-Tourbegleitung gehabt. Ein Clubbetreiber war dabei, der auch sehr, sehr gerne den Podcast hört, der will ich mal kennenlernen. Und, ja, ich darf den Namen sagen, er wollte ja, dass es in den Podcast kommt. Unser Buddy er war Stefan, schon mal in unserem Podcast. Er war schon zweimal im Podcast, unser Buddy Stefan. Der hat ja richtig Gas gegeben. und Ich sage so, wie es ist. Er hat keine Gegner. Also, für alles, typ was der kommt, der er hat keine hat, Gegner und nur Angst vor Gott. Also, nicht <laughs> mal vor nicht dem, glaube ich. Dem. Ich glaube, Gott hat Angst vor ihm. So schaut's aus. Also, der Typ ist ja... Next Level, ich werde meinen Enkelkindern von dem erzählen. Ich sage es, wie es ist. Ich, <laughs> ich habe schon gesagt, der müsste theoretisch in jedem Club in Österreich und in Deutschland mittlerweile auch, das müsste ich schon rumgesprochen haben, einen roten Teppich bekommen. Fragt also, nur, ob sie ihm dort unter Stefan oder Thomas kennen. <laughs> das ist scheißegal, egal. <laughs> Aber pass auf, es gibt im Club Konfettikanonen. Die schießen ja mal so richtig sechs, sieben Meter, zehn Meter weit, je nachdem, was für Dinge je man nachdem da was für Stärke, ja Jetzt haben wir da so eine coole Party gehabt. Wir dachten uns, hey, am Montag Party, wir sind motiviert, wir haben Shuttle-Service, wir brauchen nicht Autofahren, das heißt, wir können da Gas geben. Ich natürlich mit angezogener Handbremse, wie man mich kennt, habe dann ja noch spielen müssen und so und muss ja schauen, dass die Party cool ist. Die anderen beiden, die haben da natürlich alles gegeben. Zu Recht auch, sie waren da, sie waren feiern, die wollten einfach, die haben Spaß gehabt. Irgendwann habe ich so, das patentiere ich mir nämlich, kurzer Event-Tipp für alle, noch ist kein Patente, ihr dürft es machen. Nehmt doch mal so 50, 60 Konfetti-Shooter, verteilt die an die Gäste und lasst die alle Gäste zur gleichen Zeit die Konfetti-Shooter nach oben schießen. Das Foto, was dann entsteht, das ist göttlich. Gibt schon zwei, drei solcher Fotos von mir auf Instagram, aber cool. Wir dachten uns, das machen wir jetzt auch an dem Abend, das ist richtig gut besucht, die Stimmung ist on point, passt. Nur irgendwie war dann so, und am Abend hat sich das so ein bisschen in die Länge gezogen und der Vibe war dann weg dafür. Also, keine Ahnung, war dann irgendwie so ein Gefühl, nee, machen wir jetzt nicht, lassen wir es so sein. Soll so sein, ich habe den Konfetti-Shooter halt trotzdem hinter mir gehabt, hinter mir stehen gehabt und dachte mir, ich schieße die halt einzeln immer mal wieder, wenn es passt oder die, die beiden schießen es, je nachdem. Schießt den ersten Konfetti-Shooter, zerreißt es mir den in der Hand. Also, den, der ist nicht so nach oben gegangen, so wie er soll, sondern hat den ganzen Shooter zerrissen. Das hat höllisch wehgetan, ist auch saugefährlich, aber gut, war halt eine Fehlzündung, kann man sagen. Irgendwie so zwei, drei Stunden später habe ich die beiden Jungs geholt, habe gesagt: Hey, kommt mal kurz vorbei, machen wir ein cooles Foto, der Fotograf ist da, wir stellen uns im Kreis hin und ich schieße den Konfetti-Shooter einfach nach oben so zwischen uns. Das war so das Ziel, der Plan, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, <laughs> wie sie das aufgenommen haben, aber Stefan, Dachte sich, es ist doch cool, in dem Moment, wo ich diesen Konfetti-Shooter zünde, den Kopf drüber zu beugen und mal richtig schön reinzuschauen. Alter, hat der aufs Maul bekommen. Den hat's es den Confetti shooter in die Fresse geschlagen, aus 30, 40 Zentimetern Abstand. Das sah aus, wie wenn dem im wahrsten Sinne des Wortes Mike Tyson eine geboxt hätte. Aber in dem Moment, wo dieser Shooter war, hat der sowas von zum Bluten angefangen. Dass der sich mit der Hand so in den Mund gefahren ist und so, so irgendwie sowas rausziehen, keine Ahnung. Und ich dachte mir, Scheiße, der holt sich jetzt jeden Zahn einzeln aus der Fresse. War es dann zum Glück nicht, den Zähnen geht es gut. Der hat sich einfach nur vor Schreck richtig hart in die Zunge gebissen und hat ein richtig heftiges Cut in der Zunge. Das zeige ich dir dann auch gleich. In dem Clip, der dann kommt, wird das auch eingeblendet. Also hier ist echt nichts für schwache Nerven. Der hat da so ein richtiges Loch in der Zunge vorne. So, was machen wir jetzt? Scheiße, nicht gut, muss sich angeschaut werden, weil es gerade Zunge ja, mit Geschmackssinn und so den ganzen Zeug drumherum holen wir die Rettung. So, Rettung, Fahrt hier, denkt sich ja, Klassiker, schauen wir unser Land, Disco, leicht angetrunken, Spaß, passiert, Unfall. <laughs> Schaut sich die Zunge an, sagt die Rettung dort vor Ort, ja, muss genäht oder geklebt werden. Der zweite von uns drei dem Bunde, der jetzt quasi die Begleitung war, ich musste ja auflegen während dem Abend, mhm. war auch Rettungssanitäter und sagte, hey, wie willst du eine Zunge kleben? Geht nicht. Das hält nicht. Nee, eine Zunge ist auch nicht so toll, wie es sein sollte. Ja, egal, müssen wir ins Krankenhaus, schauen wir uns an. Da war es 2 Uhr morgens. So, <laughs> jetzt fährt der Typ ins Krankenhaus und wir denken uns, fuck. Der ist am Arsch. Ey. Wir sind am Arsch. Wir sind mit seinem Auto da. Er hat den Autoschlüssel, hat nur noch 20% Akku, fahrt jetzt ins Krankenhaus. Erstens, wie kommen wir heim? Zweitens, wie kommt er zurück in den Club? Drittens, was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Also wir waren richtig nervös. Kommt dorthin, fahrt ins Krankenhaus und hat dort im, im Krankenwagen sein Handy laden dürfen zum Glück. Das heißt, er hat noch ein bisschen Akku gehabt. <lacht> <lacht> Kommt ins Krankenhaus, wartet dort 10, 15 Minuten, also sehr, sehr gut, sehr human, war nichts los. Es war ja Montag. <laughs> Spaziert zur Ärztin und die Ärztin schaut den an, sagt, mach A, zeig mir die Zunge, sagt ja, tut's weh, sagt er ja. Sagt die Ärztin, sehr gut, dann ist nichts beschädigt, weil dann sind die Nerven okay, wenn du Schmerzen hast, muss gereinigt werden. Sie reinigt da die Zunge, desinfiziert das ein bisschen. Und sagt, nähen können wir nicht, kleben können wir auch nicht, ist die Zunge, beobachte das, bleib ruhig, was du, mach halt jetzt nichts Hartes Essen und so ein Zeug. Ähm, und dann ist eh, das heilt eh von selber. Ich, ich schreibt ihr noch eine Salbe auf für die Zunge, für die Wundheilung und that's it eigentlich. Also man kann nichts machen. Zum Glück ist nichts Härteres passiert. Ja, jetzt steht er im Krankenhaus <laughs> und kommt nicht in die Disco und kommt nicht nach Hause, weil die Ärzte hat ihn ja entlassen. Taxi würde irgendwie 150, 200 Euro kosten, ist aber am Montag, das heißt, du wartest mal ewig auf so ein scheiß Taxi und Bus und Zug fährt jetzt auch keiner mehr. Sieht er <lacht> zufällig, <lacht> so geil, sieht er zufällig draußen die beiden Rettungssanitäter, die ihn ins Krankenhaus gebracht haben, eine Rauche. Stehen die draußen, er stellt sich dazu und sagt, hey, darf ich frech sein? Ich stehe jetzt da und komme nicht mehr zurück. Könntet ihr mich bitte in die Disco zurückfahren? Ich gebe euch ein bisschen Geld dafür. <laughs> Sagen die beiden eiskalt? Natürlich, kein Problem. Wenn wir nichts zu tun haben, bringen wir dich schnell in die Disco und alles gut. Er hat sich nach vorne setzen dürfen, hat vorne sitzen dürfen im, im Rettungswagen und dann kam halt so ein Einsatz rein und der durfte Blaulicht auftreten und durfte quasi mit Blaulicht zurück in die Disco gebracht werden, weil die lag genau am Weg zu diesem zu dieser zu diesem Einsatz, den sie da zufällig bekommen haben, also trifft sich perfekt. Und zum Abschluss hat sich der noch von dieser Rettungssanitäterin die Nummer klar gemacht. Hey. Er ist so ein Macher, ich sag's dir. Wie das ist. geil, Next Level ist das. Spaziert um 3 Uhr morgens in den Club hinein. Glaub hat sogar nochmal Eintritt bezahlt. grinsen, stellt sich der zu mir ins DJ-Pult, geht nach hinten, macht die Flasche Wodka auf und trinkt die pur aus der Flasche. <laughs> auf die frische Wunde. Auf die frische Wunde, er muss sie desinfizieren, das hat er gemacht. Also ich sag dir wie es ist, das war der wildeste Abend, den ich in meinem Leben hatte. <laughs> es ist so bodenlos. <laughs> das ist brutal, hey. das, das glaubt dir ja keiner. Da gibt es keinen Begriff dafür. Das ist das ist, also, ich würde doch nicht mal auf die Idee kommen, ja, wobei die Rettung fragen: bringt ihr mich nochmal zurück in die Disco? Und die meinten dann irgendwie: ja, eigentlich müssten wir dich gesetzlich sogar nach Hause fahren, das war aber irgendwie 300 Kilometer weg oder so. <laughs> also, das sage ich dir. Bitte. So next level. Nicht Next Level, das ist Endlevel. Er hat, hat sich in den Olymp der Götter geschossen mit dieser konfetti die Kanone. <laughs> Unsterblich gemacht einfach. Das Geilste ist, der war dann einfach zwei, drei Tage später wieder weg. Mit der Wunde, mit dem, sein Auge ist ja auch angeschwollen und so. Das hat ja auch wie, der hat wie ein Boxhieb bekommen. Geht wieder weg, als wäre nie was gewesen. Und sagt, ja, wenn der Konfetti-Shooter halt losging, habe ich mich ein bisschen versteckt, aber ansonsten alles cool. Ich darf halt nichts Hartes essen und ich trinke halt irgendwie so an der Zunge vorbei. Ich trinke halt nur pur. Genau. Das ist wild, oder? Aber da sieht man, wie fucking schnell so eine Verletzung gehen kann. Das hätte ja, ganz, ganz, ganz anders so mit, ausgehen können. Mit so, so was Simplen, unter Anführungszeichen. Ja, also ein Konfetti-Shooter ist jetzt nicht weiß Gott was, also das, das ist wild. Das ist halt <laughs> nicht nur Konfetti-Shooter, auch so Pyrotechnik und so ein Zeug. Ja, yeah, safe. Da musstest du doch nur die Kanone einmal umhauen. <laughs> es nee, ist bodenlos. Dann habe ich auch noch eine bodenlose Story zu Konfetti, die mir gerade spontan einfällt. Clubtechniker. Jeder Techniker in einem Club ist ein eigener Typ Mensch. Das ist eine ganz eigene Sorte Mensch. Ja. Ich glaube, die tragen zu Hochzeiten ihre Engelbert Strauß-Arbeitshose. Also die, die kennen nichts anderes. <lacht> <lacht> wir haben da so ein Techniker in einem meiner Clubs, die ich da bespiel. Da war die CO2. Es gibt ja diese CO2-Kanonen und diese, diese Konfetti-Kanonen. Ja. Da kannst du so einen Konfetti-Shooter reintun, dann tust du ein Kabel anstecken und dann zündet die richtig. Die kosten halt richtig Kohle, aber entsprechend schießen die auch. Diese Kanone, die das schießt, war kaputt. Jetzt gibt es halt natürlich, dafür hast du einen Techniker, den du bezahlst. Äh, <laughs> der kann diese Kanone reparieren im Normalfall. Dieser Techniker dachte sich, es wäre doch cool, wenn er sich die, die Kanone ausborgt, macht sie dann kaputt, Repariert sie danach und verkauft sie einfach, ohne dass es dem Club Bescheid gibt. Der hat sich die Kanone ausgeborgt vom Club, hat der Diskotheker gesagt: Hey, sorry, die ist kaputt gegangen an dem Abend, ich werde mir die Kanone jetzt ähm, behalten, werde sie reparieren und dann bringe ich euch die. Sagt der Club: Hey, alles cool, wir brauchen die jetzt eh nicht die nächsten Monate, reparier sie halt, bring sie zurück und dann schauen wir, wie wo was. <laughs> Blöd ist es halt, wenn zwei Clubbetreiber sich gut kennen, gut befreundet sind und miteinander reden. Und dann kommt das eine so ins andere und sagt dieser eine andere Clubbetreiber zu dem, dem die Konfettikanone gehört: Ich habe letztens so einen richtigen Schnapper gemacht. Ich habe dafür so eine Konfettikanone richtig wenig Geld bezahlt von einem Techniker. Sagt er: Aha, cool, was für eine. Und der zeigt ihm so ein Foto: Kennst du die? Sagt er: Ja, geil, ich habe ja dieselbe. Sagt er: Aha, cool, ja. Na, wie, wo hast du die bekommen? Ja, von dem Techniker da. Sagt er: Moment mal, da hat es Klick gemacht. Zeig mir doch mal die Konfettikanone. Hat dieser Techniker diese Konfettikanone genommen? Die war nie kaputt. Hat sie einfach einem anderen Club verkauft? Aber warum macht man sowas? Ja, weil er Geld braucht. Ja, und das dann, wenn wie, der andere Club die Konfettikanone wieder braucht, ist immer noch hat kaputt. Das wahrscheinlich gemacht. irgendwie nicht gekauft oder keine Ahnung. Aber das ist ja bodenlos. Das ist wie wenn ich mir dein Mischpult ausborg und mir dann verkaufe. Ich borg mir den Mischpult aus, weiß nicht, und dann verkaufe ich sie irgendwo illegal oder ja. Und sag das dir doch nicht. Macht, macht ja null Sinn. Also ich habe selten eine fristlosere Kündigung, eine berechtigte gesehen als hier in dem Fall. Ich sage, wie es Macht ja null Sinn. Das ist also ja dumm. Das ist dumm Nein, gerade einem Clubbetreiber sowas zu verkaufen. Wie gesagt, die reden ja alle untereinander. Also, Aber das wenn kam so das... zufällig so, hey, ich habe da gerade so eine Konfettikanone geschossen. Ne? Und der, der Techniker wird sich wohl gedacht haben, hey, die war eh jetzt nicht mehr die jüngste. Der Club wird sagen, ach, scheiß drauf, lass mal. man kann sie nicht reparieren, kaufen man eine neue. Ja, nee, leider nicht. <lacht> <lacht> da sage ich noch nochmal, Österreich ist ein Dorf. Punkt. Ja, voll. Jeder kennt jeden. Gerade <laughs> in der Szene. <laughs> yes. Was schenkst du mir zum Geburtstag, Daniel? Was ich dir schenke? Stille. Ja, ich schenke dir Stille. Ich habe ja schon mal so Ruhe von gemacht. mir. So eine Süßigkeitenbox hast du mir, das fand ich sehr süß. Da kam mal per Post so eine Süßigkeitenbox an und aufs Datum getimt. <laughs> Wenn du dich erinnerst. Soll ich dir jetzt deine, deine Freude zerstören, die war damals ja nicht mal für dich. Ja, egal. Lass was. Ich hab sie gegessen. <lacht> <lacht> Aber nee, das war cool. nee ähm, Irgendwas wollte ich. Was, genau. Ja, wir fahren nach Kroatien, habe ich gehört. Da lasst du mich dann wieder allein sitzen im Stadion. Genau. Ja. Aber lass ich habe dich nicht nehmen. allein sitzen lassen. Doch, hast du. Red dich nicht raus. Es war Asi. Ich war doch mit dir im Stadion. Nee, warst du nicht. Nicht das letzte Mal. Achso, ja gut, nicht. Ja, <laughs> habe ich auch nie zugesagt. Doch. In deinen Träumen vielleicht. Kann sein, aber du hast zugesagt, egal wo. Das hey. ist das Gleiche, wie wenn deine Freundin kommt und sagt: Ich habe geträumt, dass du mich betrogen hast. Ja, betrügst du mich wirklich? Aber jetzt. Können wir das droppen? Da gab es ja mal so richtig Stress mit deiner Freundin und dir, weil ein DJ-Kollege da irgendwie eine dumme Meldung geschoben hat vor dir. Also Stress gab es nicht, aber wie war Stress das? Gab's, das ja, Stress gab es Gott sei Dank nicht, weil, weil ich wirklich hundertprozentiges Vertrauen habe, mhm. was in der Branche auch irgendwie ja, ohne klar sein nicht. muss. Also ohne, ohne dem geht's. hast du verloren und keine Chance. Also wirklich so: das war ein DJ-Kollege, mhm. der dann einfach so random zu, zu meiner Freundin geht und sagt, Du, der hat was mit der. Aber da kam ja Mädel hoch und hat sich ein Lied gewünscht, so komplett random, ne? Und dann meinte der Kollege zu deiner: hey, schau mal, die beiden haben da was miteinander. Nee, war gar nicht mal so. Die hat in dem, in dem Laden damals als Fotografin gearbeitet. Ah, okay, okay, okay. okay. Genau, die hat damals als Fotografin gearbeitet. Äh, deswegen kannte man sich ja auch, unterm mhm. Strich. Ähm. Ja, und, und, und der kam dann einfach so hin und sagte, die haben was miteinander. Ich werde dann später darauf an, also angesprochen, mir ist das erzählt worden, ich habe vor Lachen nicht mehr können. War das so also, blöfflachen oder war das so ein Haha? -Ha? Nein, ich also im ersten ja, Moment habe ich wirklich lachen müssen, weil ja. äh, sie weiß, wie ich zu ihr stehe. Ja, Gott, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Uh, und ich habe mich da auch null rechtfertigen müssen und sie hat ja auch gewusst dass das bullshit ist im Endeffekt uh, das kann auch äh, anders ausgehen im zweiten Moment habe ich mir gedacht Bruder wie kann man so ein Hund sein und und so eine Meldung schieben <laughs> ja, also, warum macht man so vor allem wir, wir sind ja wir sind ja jetzt es ist jetzt nicht so dass wir dass wir Beef untereinander haben. Mhm. Wir verstehen uns ja gut. Wir sind das ja einfach befreundet. Das war random. Und das nächste ist ja, du weißt ja auch als dass ich glaube, er hat es halt einfach nur so aus Spaß gesagt, so irgendwie. Aber das kannst du ja nicht bringen. Du weißt ja nie, vielleicht habt ihr ja gerade. ist falscher Spaß. Vielleicht zu, haben wir ja. gerade irgendeinen Streit gehabt oder nicht irgendwas. Also falscher Zeitpunkt. Ähm, <laughs> deswegen, also, also, solche Scherze macht man nicht, ja. Also, <laughs> das ist. Nein, verstehe ich nicht. Ja, wurscht. Es war nie ein großes Thema zum Glück. Und Aber äh, hätte es werden können. Sag, wie es ist. <laughs> hey, lassen wir gut sein, oder? Ja, ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Nee. Schade, dass du mir kein Happy Birthday gesungen hast. Ja, noch hast du nicht Geburtstag. Auch wenn die Folge rauskommt schon. Zeitblase, mein Freund, Zeitblase. <lacht> <lacht> hey, ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß mit dem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.